Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der tolle Igel. Ich habe mal mein Mikrofon ein bisschen leiser gedreht. Oh, ich bin bestimmt auffällig, wenn ich so rumlaufe. Und ich bin jetzt in dem Bereich von Tick for Harbor. Und wie ich angekündigt habe, werde ich jetzt noch eine Folge aufnehmen, wo ich hier mal so eine Mission mache. Und zwar werde ich einmal eine Schmuggelmission machen und einmal diese Autodiebstahlmission machen. Und dann halt das, was ich noch schaffe in der Zeit. Ich denke mal, das werden nicht alle Missionen sein. Ich habe nämlich noch gar keinen Informanten. Und ich denke mal, durch die Mission werde ich mir irgendwas freischalten noch. Und dann werde ich alles andere fertig machen, bis wir dann nur noch die Endmission haben. Okay, fangen wir doch am besten gleich an, wenn der Polizist da mal sich verpissen würde. Hau ab. Hau ab. Was ein nerviger Bastard. So, wenn er mich sieht, dann kann ich ihn nicht umbringen, weil er sonst noch schafft, Leute zu rufen. Das will ich nicht. Ich habe übrigens eine neue Pistole mir mitgenommen. Weil ich nämlich gedacht habe, ich brauche mal eine mit Schalldämpfer. Und ich kann jetzt zwei kaufen mit Schalldämpfer. Und ich habe es jetzt mal gemacht. Habe ich gerade auch schon gebraucht, um Polizisten umzubringen, als auf deren Gelände. Das Schöne, ich kann einer schießen. Und keiner ruft wen. Und das ist schon sehr, sehr praktisch. Weil ich ein Abhörgerät auf Polizeigelände halt machen wollte. Und habe ich das einfach benutzt. Mir noch keiner gesehen. Dann können wir nämlich viel, viel sneakiger sein. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das hier machen soll. Was soll ich gerade eigentlich machen? Stielpop-Schmuggeleinkünfte. Das klingt nach einer guten Sache. Ist gut. Mach du mal die Tür auf hier. Hier lang. Komm her, mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Komm schon. Du bist falsch. Ach, weiß ich, wo er jetzt hingeht. Er sollte mir eigentlich die Tür aufmachen, aber ich kann hier erstmal Geld mitnehmen. Wo ist er jetzt hingegangen? Hier kommst du gar nicht raus. Okay. Das war dumm. Hat was gehört. Ist egal, dann mache ich die Tür leise auf. Wenn er nicht kommen will. Aber ich muss hier langsam. Okay, ich muss hier langsam vorgehen. Ich kann auch wieder einfach alles über den Haufen schießen, aber. Sneaky vorgehen ist eigentlich ziemlich cool. Okay. Dann komme ich jetzt den Wachposten hier. Hallo, komm her. Wo bist du denn? Ach, du bist da hinter dem Wand noch. Na, komm her, mein Freund. Wachposten. Er ist tot, großer Gott. Der Kerl macht uns fertig! Jetzt hat mich einer gesehen, okay. Okay, da kommt der Nächste. Der wird ihn erstmal untersuchen. So leicht gebe ich nicht auf. Okay, das, die Waffe ist natürlich nicht mehr so stark, hat nicht mehr so viel Munition. Naja, hat jede Menge Munition. Okay, wo geht er hin? Er ist unten rum. Und er ist dann. Okay, ich glaube, die wissen noch gar nichts von uns. So leicht gebe ich nicht auf. Hey, hier drüben. Arsch, hab ich das passende. Shit. Seite. Geh nach vorn. Okay. Hab ihn im Visier. Los. Siehst mich nicht. Du bist geliefert. Guck nochmal vor. Guck nochmal vor. Zieh den Kopf ein. Boom, boom, hier bin ich, Schwanzlutscher! Oh oh. Ich bin hergeschossen, nur rum. Eine Sekunde. Hier. Oh. Keiner denkt, der kann mich. Der Bastard ist halt nicht gut. Die ist nicht gut für sowas. Da ist die andere Pistole deutlich besser. Sneaky bist? Sneaky, sneaky, sneaky. Ja, er sitzt da direkt neben so einem. Exklusiven Scheißdreck. Oder? Ich hab ihn! Kommt hierher! Verfluchter Drecksnigger! Okay. Okay. Aber jetzt ist nur noch einer am Leben. Und der sitzt da unten irgendwo rum und guckt. Krieg ich den von hier irgendwo besiegt? Ich denke nicht. Komm ich noch runter?
Achso, hier ist die Treppe. Wo ist er denn? Schätze, er hat die Kurve gekratzt. Ach da, okay. Sind jetzt alle weg? Ja. Jetzt sind alle weg. Okay, einmal frei. Und hier sogar ein schönes Auto. Ah, ist das dieser DeLeo? DeLeo Capulet. Okay, nice. Den möchte ich haben. Den finde ich gut. Ich hoffe, dass ich mir den demnächst mal bestellen kann. Dann mache ich nämlich das auch. So. Aber hier ist noch mehr zu tun. Und zwar einmal da oben. So. So. Hä? Ist das Ding nicht? Ah, ne. Okay. Hier lange drauf rumballern. Okay. Da. Und... Oh ja, das explodiert. Und kann ich das irgendwie kaputt hauen oder so? Ja. Ich dachte, das würde explodieren, aber anscheinend nicht. Oder das... Nee, das Ding hat nichts mit dem Ding zu tun gehabt. Ach so. Aber das kann man nicht aus der Sehne kaputt schlagen. Von der Seite aus passiert nichts. Okay. Ja, nice. Komme ich mit dem Auto überhaupt hier raus? Ah ja. Gut. Haben wir das einmal gesehen? Also es war einfach eine ganz normale Stehlmission. Und dann ist noch was anderes. Ist halt das hier. Was ist es? Zerstöre Lieferung gestohlener Autos. Okay. Gucken wir uns das auch nochmal an. Haben wir jetzt ja wieder ein DeLeo. Das finde ich sehr, sehr geil. Das ist immer ein sehr, sehr schönes Auto. Ich muss mich jetzt wieder dran gewöhnen, dass ich jetzt ein bisschen Asche geben kann. Was soll ich eigentlich mal Asche geben? Also Gas geben. Asche ist ja sonst Geld eigentlich. Ich weiß nicht, ich hatte auch schon in den letzten Mafia-Teilen fing ich immer an mit so seltsamen Dingen. Ich habe ja auch Knifte zu Auto gesagt, obwohl das eigentlich eine Pistole ist. Und das war mir auch bewusst, aber ich habe es trotzdem irgendwie gesagt, aus unerklärlichen Gründen. Die ich bis heute nicht verstehe. Genug Munition habe ich, glaube ich, noch. Und es war ziemlich sneaky. Im Vergleich zu sonst. Das Schöne ist, man kann sneaky sein, auch immer auf dieser Entfernung. Ich habe die genauere Variante. Es gibt zwei Schallgestempte, und zwar eine mit genauer und die andere mit stärker. Ich habe mich für die... Uiuiui. Mach deinen beschissenen Job und finde ihn! Für die genauere entschieden, weil ich dachte, ich brauche so wahrscheinlich... Okay, nein, dafür nehmen wir das Gewehr. I guess. Ah, dahinter ist er noch, ne? Nee, oder? Nee, ist da drinnen. Okay. Gut. Wo haben wir euch? Wir sind so eine explosiven Dinger. Hm. Nichts genützt. Okay. Oh, da kommt einer. Bleiben wir ein bisschen Abstand. Ich sehe ihn. Da ist schon wieder einer mit dem Maschinengewehr. Ich zieh den Kopf ein. Was schießt denn da schon wieder? Da oben muss das sein. Leute, ah. Okay. Und einer ist noch, okay. Können wir eigentlich mal von hinten rum. Die ganz sneaky erledigen. Von hinten wird er nicht mit mir rechnen. Ah, die Tür ist noch nicht... Ah, die ist sogar offen. Er ist weg. Was ja, bedeutet, dass ich hier fertig bin? Schon aufgegeben. Und ist rausgelaufen. Okay, nice. Okay. Erstmal sammeln wir die ganzen Geldscheine ein. Bum bum. Weil wenn das hier alles brennt, will ich hier eigentlich nicht unbedingt mehr rumlaufen als nötig. Ich muss erst mal gucken, wie ich das überhaupt kaputt mache. Ups. Ich will... Nee, Trench will ich auch nicht. M1L8? Wo ist mein Gewehr? Wo ist mein fucking Gewehr jetzt? Ach.
Ist mein Gewehr weg? Ne, hier ist es. Wie bin ich dann an das gekommen? Wobei, eigentlich gar nicht mal blöd. Mit dem Trench kann ich, glaube ich, die Autos leichter kaputt machen. So, weil ich muss ja mal irgendwie auf den Tank oder sowas schießen. Ich bin mir noch gar nicht sicher, wie man es machen soll. Genau. Ah, guck mal hier. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Gehen wir mal ein paar Meter zurück. Okay, die sind hier alle auf einmal explodiert. Die auch. Ah ja, hier haben wir noch einen. Und ihn muss ich zerstören? Samson Opus. Klingt auch nicht unbedingt, als wäre es ein Mega-Auto. Ah, den stellen wir mal hier hin. Das klingt auf jeden Fall mal ein bisschen nach Spaß, hier mit Autos kaputt zu machen, aber... hat nicht für das Auto gereicht, okay. Ja, wo schießt man dem jetzt drauf? Vorne? Oder auf die Seite? Ah ja, hinten. Okay. I see what you did there. Okay, hier fehlt aber noch Geld. Okay. Wie viel habe ich eigentlich gerade wieder dabei? 16.000. Ja, das sollte ich definitiv mal abliefern. So, Waffe wegstecken und wieder meine Viper nehmen. Die ist im Allgemeinen nützlicher. Und die auch wegstecken. Ey, hier geht's gar nicht durch. Ich wollte jetzt hier noch durch, weil da vorne noch so ein Ding liegt. Okay, dann sollte ich mal mein Auto wiederholen. Weil das geil ist. Und zwar war das das hier hinten, ne? Muss ja bald. Oder ist es es nicht? Doch. Doch, das ist es. Ne, das ist es. Ja, ist es. Der Leo Capulet. Sehr schönes Auto. Funktioniert zumindest. So, was ist das nächste Beste, was wir machen können? Was sind das hier, die kleinen Dinger? Auto, Diebstahl, nutze Gelegenheit, Junior zu euren Daubstielgeschäft. Okay. Ja, klar, sicher. Warum sollte ich so fahren? Blödsinn manchmal. Gucken wir uns noch einen Autodiebstahl an. Ich will nur wissen, wo ich es hinbringen soll, ob sich das lohnt und ob ich dafür Geld kriege. Aber bevor ich das Auto klaue, sollte ich mein Geld erstmal in die Bank liefern, sonst ärgere ich mich am Ende nur. Vor allem muss ich ja dann meinen Carpoolet abgeben. Wie blöd. Ah, okay, ich muss ihn zerstören. Na gut, okay, das ist ja dann easy. Alles Gegner? Alles Gegner. Ah, da kann ich ja bald einfach eine Granate hinwerfen und mich hier schön verstecken. Habe ich denn Granaten dabei? Wo mache ich denn das? Joa, habe ich schon lange keine Verwendung mehr für gehabt. Joa. Eine Granate! Okay. Ja, ruhig. Wow, lauf. Lauf. Irgendwo hin, mir egal wo. Okay. Gute Güte. Will nicht weg, bevor mein Auto nicht verlieren. Also dieser blöde Zeuge wieder, der töten mich hier, Zeugen Jehovas. Der Penner hat sich verdrückt. Ah, oh, da ist der Einzige, der noch da lebt. Der ist hier. Und da war er auch weg. Weil mich nicht gesehen hat, der Trottel. Und, ja gut, das ist ja dann einfacher. Ich dachte, ich muss die jetzt wirklich klauen. Soll ich hier zerstören? Ja, das Auto. Hä? Zählt das jetzt nicht als zerstört, oder wie? Wie ich es doch klauen soll. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Weil der wird immer noch angezeigt als Objective. Naja, gut. Dann mache ich es nächstes Mal anders. Vielleicht hätte ich es doch klauen sollen. Da ist wieder ein Mord, das kennen wir schon. Dann machen wir gleich den nächsten hier. Schaden hat es auf jeden Fall trotzdem gemacht. Und es hat 1100 Schaden, ist noch übrig.
Zerstöre gehorteten Waren. Nee, Geschirr ist da. Achso, sorry, ich habe gelesen, mein Autodiebstahl ist natürlich. Die Zerstöre gehorteten. Ich habe natürlich Blödsinn gelabert. Autodiebstahl ist natürlich diese gesamte Geschichte hier. Warum der mir jetzt irgendwie immer noch angezeigt wurde, weiß ich nicht, aber es war halt so. Okay. Das ist natürlich easy. Alter, habe ich gerade einen Schreck gekriegt. Was fuhr denn auf einmal auf mich zu? Meine Fresse. Ah, okay. Schon verstanden. Ja, müssen wir mal kurz ein Stück nach vorne fahren, weil so kann es, so geht's nicht. Autodiebstahl ist dieses ganze Geschäftsbereich hier und darum ging es gerade und ich habe irgendwie das miteinander verwurstet. So, mal wieder Abstand nehmen von den Fässern und Schadenssumme erreicht. Schon hätten wir es zusammen. Aber das ist ja easy. Für das Grüne ist gar nicht viel da. Was war das Grüne? Guck mal, machen wir einfach mal einen Mord dafür. Schmuggel. Muss doch noch irgendwie was schmuggeln oder sowas. Doch Quatsch sonst. Ich fahr mal hin da zu ihm. Und frag den mal. Also mit Fragen meine ich, ich schieße ihn in den Kopf. Mit dem Kopf schießen meine ich, ich schieße ihn halt irgendwo hin, wo ich gerade treffe. Und das ist wahrscheinlich irgendwas. Komm ich überhaupt durch? Ja, ne? Anscheinend schon. Okay. Aber ich brauche mal wieder. Ich bin in Tickform. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Okay. Einmal krass Geld. Und eine Munition. Und ich habe schon wieder einen Haufen Geld, obwohl ich schon wieder was ausgegeben habe. Wieder über 50.000. Ich glaube, Geld ist nicht wirklich ein Problem in dem Spiel. Zumindest nicht für mich. Okay, da geht es irgendwie runter. Hier ist noch so ein Teil. Okay. Ein Gewehr mit Schalldämpfer wäre nicht schlecht. Aber ich glaube, es gibt es gar nicht. Treten da gerade ein kaputt. Hast du von deiner dicken Lippe? Gucken wir mal. Nächstes Mal hältst du deine Klappe. Wir brauchen hier einen Arzt. Es ist ein Arzt hier. Dann bereite ich dich fertig. Schön, das ist endlich auch klar. Okay. Aber das Gewehr macht halt Alarm, ne? Das ist halt der Nachteil. Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Versuchen wir das. So, ihn schnell sneaky umbringen. So, nix. Stirb endlich. Meine Güte. Oh, ich war fast tot. Okay. Komm hoch. Meine Güte, wie lange ich manchmal brauche, um gerade diese speziellen. Wo ist er denn? Ah, der Wachposten. Ah, komm schon. Meine Güte. Jetzt kommt auch noch hier die Verstärkung an. Ach. Der letzte Typ. Und ich wollte nur das Geld klauen. Wo sind sie denn? Und nur weil ich nachladen musste mit der anderen Waffe. Wobei er gerade schon fertig war damit. So, da haben wir das Ding. Das andere Teil dahinter. Bleib mal ein bisschen auf Abstand. Falls sie da kommen, ist sie sehr rechtzeitig. Ja, okay, das geht nicht. Die Verstärkung findet mich nicht so richtig. Ist auch cool. Hä? Wo ist denn jetzt das Ding? Ach, da drin. Nice. Da drin ist wieder ein Auto zum Zerstören. Muss ich zerschießen, okay. Ach Gott. Okay. Wollte schon das Geld gerne haben. So, da drin ist auch noch einer? Ja. Okay, die suchen mich irgendwie, finden mich irgendwie wohl nicht. Die werden wahrscheinlich wieder abhauen. Ah, okay. Da vorne ist noch was zu zerstören. Und da bei Schmuggel nicht viele Aufgaben da sind, muss ich die wohl machen.
Also entweder gingen hier die Ideen aus, oder ist es wirklich so wenig, dass man hier machen muss? Schon ein bisschen seltsam, aber sonst echt deutlich mehr. Ich beschwere mich jetzt nicht, aber ich hoffe mir auch ein bisschen Geld davon. So, da kommt einer. Machen wir mal schnell ab. Wir wollen ja das Auto zerstören hier an der Stelle. Gucken wir mal. Wo ist das Auto, das ich zerstören soll? Ist doch Autozerstörerei hier, oder? Zerstöre den gerotteten Wagen. Wo ist der gerottete Wagen? Ich weiß nicht, welcher der Wagen ist, der jetzt hier zählt. Geschissene Schreckensherrschaft! Endet hier! Ja, dann komm doch mal runter. Ah, der hat sich hingesetzt, okay. Scheiße, das gibt's doch nicht! Ich komm hier nicht weg! Autsch, ich bin in den Arm geschossen. Okay, welches ist das Auto, das ich zerstören soll? Einfach irgendeins, oder was? Das hat gegolten. Auch wenn er mir nicht richtig angezeigt wurde. Passt schon. Gut, wir sind über 20 Minuten rüber. Wirklich viel ist ja gar nicht mehr in dem Bereich. Ich weiß nicht, warum hier so wenig ist. Aber mehr ist hier nicht. Also wir haben noch zwei Autos zum Zerstören und einen Mord. Und dann war's das. Ich weiß nicht, ob danach noch andere Missionen freigeschaltet werden oder was sonst noch was ist. Aber ich mache dann erstmal soweit alles fertig. Und dann sehen wir uns nächstes Mal, wenn wir die Mission machen.